hallo und willkommen zu der dritten Woche von, genau, Halloween Months, wie ich es gerne sage. Wie ich versprochen habe, jede Woche ein anderes Thema. Wenn das Thema letzte Woche Dead Space ist leider ein bisschen kürzer ausgefallen, weil ich hatte keine Lust, ein neues Kapitel noch anzufangen, habe ich mir überdacht, dass ich diese kleinen zwei Parter da mache, sozusagen Let's Try Zombies Ate My Neighbors. Und für die dritte Woche habe ich mir jetzt ausgedacht, dass ich Alien vs. Predator spiele. Natürlich werde ich jetzt kein Alien oder Predator spielen, weil die sind ja mehr so die Jäger. Wir machen das lieber so, dass wir die Marine-Mission machen. Denn man ist ja dann sozusagen in Anführungsstrichen menschlich in gewissem Sinne. Und diesen Bewegungsmeldehals, dieses Feeling, was man in den ganzen Alien-Filmen hat, dass man hilflos irgendwo umhergewandert ist und man nicht wusste und aus überall hätte so ein Alien rausgehen können und dann war es ja vorbei. Deshalb nehme ich euch auf die Reise mit und zeige euch das neue Alien vs. Predator. Nicht zu vergessen, das ist nicht das alte für den Super Nintendo, es ist das neue, was Sega, ich glaube, vor ein paar Jahren rausgebracht hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie weit. Und ich hoffe, ihr mögt es und dann starten wir direkt in die Marine Mission rein. Wir machen ein New Game. Nehmen das auf normal. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Coming in low and smooth. Still nothing from the surface? Nick, still this will be a combat drop until further notice. Understood, Marlowe. We're... What the hell? Unknown vessel detected. Shit, it just appeared out of nowhere. Molly, you reading this? Marlow's gone. Last wave inbound. Strap in and hold tight. That means you too, Rookie. What's the matter, Rookie? Didn't they come at us in simulation? Tequila, get the kid on his feet. He's out cold. Rookie. Rookie, you still with us? Come on, Private. Let's get you on your feet. Okay, listen up. We have a potential xenomorph infestation here. That's right, a bug hunt. So make sure you nail your targets at a distance. Molecular acid can be a real son of a bitch. Take a look inside.
Got something. Movement right on top of us. Contact! Take your time. Look around slowly. You took quite a knock to the head during the drop. Take a stim. You'll feel better. Your squad bugged out in a hurry. Had to leave you behind. On the upside, you missed a hell of a fight. Power's down all over the colony. Use your flashlight. And if you need more light, pop a flare. Alright, Marine. You need to get out of there. Way out to by the basement. I'll send an objective marker to your heads-up display. Of friendlies, so if anything moves, shoot it. Listen, Major Van Sam's got trouble in the refinery. I gotta go off mic. Keep moving. I'll be in touch. So, das war ein kleines Tutorial, wie wir uns bewegen, herumgucken. Ja, ist ja schon mal sehr gut angefangen. Fängt an wie jeder Alien vs. Predator oder jeder Alien-Film. Jetzt werden wir auch direkt reingeworfen. Angst mit uns. Was ist da passiert? Wir haben Bewegungsmelder. Also wir haben unten links einen Bewegungsmelder. Wie man sie auch aus Alien 2, Aliens 2 kannte. Eieieiei. Da ist irgendwas. Es geht weiter. Das ist für mich so der, ja, wie soll man sagen, für mich ist das der richtige Horror, weil man sieht auf dem Bewegungsmelder, es ist etwas, man sieht es aber nicht, sozusagen. Dieses Ungewisse, dieses Amnesia-Ding, so, in der Richtung. Sie erschrecken einen nicht, sondern sie sind einfach nur da und sozusagen... Die Psyche, der Geist, der ist hier sozusagen das halbe Spiel. Man weiß, dass da die Aliens sind, aber nur weil sie auf dem Bewegungsmelder sind, wo sind sie? Sind sie hinter einem? Sind sie über einem? Wann kommen sie raus? Wann greifen sie einen an? Okay, was man hier sehen kann schon mal, bei ihm ist... Wow. Jetzt habe ich selber erschreckt, weil ich die rechte Maustaste zum Zoom eigentlich drücken wollte. Aber es hat nichts gebracht, denn die Maustaste war... Was ist das denn? Okay, ein bisschen nicht. BG-386. Not quite home away from home in the company stated its claim. But here at Weyland-Yutani, we see beyond the immediate. Shaping new worlds for every man, woman, and child. Weyland-Yutani, building better worlds. Mhm. Die bauen überall Welten, wo sie nicht mal wissen, was da ist. Oh ja, so was liebe ich hier. BG. Okay.
Anscheinend sind wir hier reingekommen. Was haben wir raus? So, das waren die Flugzeuge. Jetzt bewegt habe ich das. Oh mein Gott, jetzt bewegt sich was hinter mir. Wo muss ich denn hin? Da bewegt sich irgendwas. Überall bewegt sich hier irgendwas. Mein Gott. Ich muss hier rein. So. Oh je, oh je, oh je. Ich glaube, dieser Bewegungsmelder macht mich mehr wahnsinnig als das ganze Spiel überhaupt noch. Ich glaube, normalerweise sollte ich gar nicht darauf gucken. Okay, wir müssen hier irgendwie die Kabellagen abmachen, oder? Okay, wir müssen außen rum gehen. Exit. Okay. Okay. Okay, wir müssen da hin. Come in, Rookie. Whoa. You still breathing? Good. Okay, Rookie. We're gonna reset the system with the power breaker. Okay. Machen wir das doch. Eieiei. It should be a lever. Pull it to shut the system down. Wo denn? Da. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Ist hier irgendwo ein Eingang? Ach. Okay. Okay. Mal kurz umgucken. Okay. Okay. Now give it a moment. Then turn it back on. Oh mein Gott. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Now throw that lever again to reboot the system. What happened? I'm reading movement. Check your perimeter. Get out of there. Regroup with the others. Yeah. Uh-oh. Irgendwo ist hier was. Okay. Ich will gar nicht mehr hier sein. Move it, Rookie. You must still be nearby. So, jetzt mach ich das auf und da steht er da. Close it, close it. Hey! Das. Diverting pressure to the pipes outside your room. Some of that! Okay. Looks like you're clear, but it's still around somewhere. Wie komme ich jetzt raus? Ah, hier. Beat sitting at home on a couch, huh, Rookie? Nein. Incoming! Yep. Don't forget, you've got stims if you need them. Geh nicht zu nahe kommen. Damn it, now I'm locked in. Okay. Ah. Weg da. Was ist das denn? Also ein Auto Diary haben wir hier aufgehoben. Okay, cool. Okay, keine Bewegungen, dann kann ich einfach so gehen, oder? Dupu 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 dum. Drop is shaping up worse than Acheron, if that's possible.
Ihr habt da was gehört, so ein Knattern, so. Und das heißt nur eins. Predators. Immer weniger Punkte. 16 Meter entfernt, 15 Meter entfernt. Okay. Komm ich denn zu denen? Wow! Was ist das? Ja, Open Screen Maus. Ja. Jetzt? Jetzt muss ich den Hahn Stimpank nehmen. Was? Was war das denn? Ich soll die dritte Maustaste halten und das ist mein Mausrad. Ja, habe ich gemacht. Okay. Franco! Damn it! It's up to you now, Rookie. Get your ass to admin, pronto. We're in a real shitstorm here. So stay frosty, Rookie. Ja, aber weshalb habe ich jetzt hier gerade eine Pistole aufgehoben? Das verstehe ich nicht, weil unsere Pistole hat unendlos viel Ammo. Ist ja okay. Bin ich mit einzufrieden, aber weshalb kann ich dann noch eine Pistole aufheben, ohne dass ich sozusagen. Ja. Ich heb sie ja auf, aber ich kann keine zweite sozusagen auswählen, dass ich hier mit zwei Pistolen herumrenne. Außerdem habe ich gehört, dass sie bessere Waffen hatten als eine Pistole. So kann ich die nicht nehmen. I'm still locked in admin with no power, Rookie. Ja, ist mir klar. I'm picking up movement ahead of you. Okay. Okay, die sind hier in den Luftschichten. Und weg ist es, okay. Okay, das ist zu. Hier hin. I'm locked in the next room, but there's an emergency generator by the door. Aha. Lass doch mal liegen. Ja, weg damit. Bitte. Da, das will ich das mal aufhören. Tab to listen. Ach so, so ist das nur. Nee, das will ich noch nicht. Come quickly enough. So desperate am I to jump the weeks of travel between here? The power node just slots right into the generator. Good job, Ricky. I got the lead. Alcohol. Come on in. Hey. Grab yourself a pulse rifle, kid. Oh, danke. Endlich. What the heck was Weyland Yutani up to down here? It's Xeno Central on this rock, and these bugs don't just pop up unannounced. And I don't even want to think about the hostiles that popped in out of nowhere and took out the Marlo. Anyway, listen, I think I can control some of the colony's systems from here. All right, power's back online. Repeat. This is Connor. My squad's in the club. We got power, lighting, ventilation. Everything but the booze is flowing. Hold up. Shit. We got movement. Guess we woke up the neighbors. Requesting backup. There's some weird shit in here. Connor, I can give you one man. He's a little clumsy, but he's a Xeno killer, all right. Proceed to the club and give him some fire support. I gotta stay here and get the rooftop sentries back online. Give him hell, Rookie. Okay. Unsere neue Aufgabe. Also, okay, dritte Waffe haben wir nicht. Gut.